So, wir kommen zur Gruppe 10 Bundesliga-Ausstellung. Das sind die Windhunde. Ich begrüße herzlich hier als Richterin für diesen Gruppenwettbewerb Frau Torika Blomqvist aus Schweden. Es beginnt mit dem größten aller Rassehunde, dem Irish Wolfhound. Auch nicht viel kleiner, der Schottisch Deerhound. Auch ein Riese, der Barsoi. Der afghanische Windhund. Der Salugi. Der Slugi. Ein Magyar Aga. Der Atawak. Der Tschad Polski. Und ein Wippet. Der kleinste unserer Windhunde. Das italienische Windspiel beschließt den Reigen. Und last but not least der Greyhound. Ja, schon dreimal bei der Vorauswahl: Salugi, Afghane, Deerhound und Wolfhound. Der Wippet, das italienische Windspiel. Das war die Vorauswahl. Alle anderen bitte zum Ausgang. Schauen Sie sich diese herrlichen Hunde, diese Leichtfüßigkeit noch einmal an. Werden wir jetzt gut verfolgen können in der Einzelbewertung. Der große Irish Wolfhound in der Bewegung. Ein Hund, der, wie der Name schon sagt, für die Jagd auf Wölfe ursprünglich genutzt wurde. Im Allgemeinen sind natürlich die Windhunde ungemein schnell. Der Engländer bezeichnet diese Art Hund als Sighthound, also ein Sichtjäger, der nicht die Nase zum Aufspüren nimmt, sondern das Wild praktisch im Gesichtsfeld hat und verfolgt und damit diese Geschwindigkeit haben muss, um Anschluss zu halten. Der Deerhound, für die Hirschjagd verwendet im Ursprung, der afghanische Windhund. Auch da gab es mal zwei Schläge, einen mehr in den Bergen gehaltenen, stämmigeren, und einen mehr im Flachland gehaltenen. Auch das ist passé. Es gibt nur noch eine Rasse Afghane. Der Salugi, auch einer der Hunde, die hochgeschätzt waren, mitunter den gleichen Stellenwert wie die wertvollen Pferde der Araber eingenommen hat. In der Regel waren diese Hunde auch den Normalmenschenbürgern nicht zugänglich. Das waren Hunde, die der Adel dann entsprechend hielt. Und hier kommt der erste volkstümliche, sage ich jetzt einfach mal, ein Wippet, den man dann auch als Normalbürger halten konnte. Obwohl etwas kleiner sind diese Wippets ebenfalls ungewöhnlich schnell. Das gemeinsame Merkmal, wenn Sie mal so reinschauen, dann sind die Hunde von vorne gesehen alle sehr schmal. Die Köpfe sind relativ spitz und die Brust ist sehr tief gemessen an der ansonsten zu sehenden Zierlichkeit. Das hat seinen Grund. Die Leistungsorgane wie Herz und Lunge müssen Platz haben. Und gleichzeitig muss natürlich der Windwiderstand gesenkt werden. Und das kriegt man natürlich mit einer schmalen Frontfläche hin. Wenn Sie mal im Auto bei 50, 60 Stundenkilometer die Hand aus dem Fenster halten, dann wissen Sie ungefähr, in diesen Geschwindigkeiten bewegen wir uns hier, was Windwiderstand in diesem Falle bedeutet.
So, auch hier möchte ich der Firma Boblan ganz herzlich für das Sponsoring und die Unterstützung unserer Wettbewerbe danken. So, Frau Blomkes hat sich entschieden. Der dritte Platz geht an den Irish Wolfhound. Der zweite Platz, den afghanischen Windhund. Und Platz 1, der Gewinner des Wettbewerbs, der Saluki. Das waren die vier Gruppen unserer Bundesliga-Ausstellung, meine Damen und Herren.